Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Projekt Cars. Mein Name ist Glabur. Wir gehen ab in den Rennkalender. Letztes Video haben wir die Meisterschaft gewonnen von Supercard. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergehen wird. McLaren F1. Oh, Trackmaster 3. HR. Oh. Endlich kommt mal vernünftiger Ausschuss. Belgien, 4,01 Kilometer, Kurven 10. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Endlich mal was Schönes. Oh, fahren. Schickes Auto von innen. Auf jeden Fall. Mal von außen angucken. Boah, hört mal. Boah. Hören wir uns natürlich erstmal von außen an. Ist ja logisch. Wow. Hört sich hier. Ach du Scheiße. Ja. Ach, du Scheiße. Ich muss in der Innenansicht. Das geht ja gerade gar nicht. Ach, du Backe. 200 schon. Ja, leck mich fett. Ich stehe voll auf der Bremse. Alter. Oh. Abgehoben. Da haben wir den Bodenkontakt verloren. Alter. Erinnert mich sehr an Monza gerade hier. Schon wieder abgehoben. Eieieiei. Uiuiui, Leute. Okay, ganz ruhig. Alter, guckt doch mal auf die Beschleunigung. Auf den Tacho müsst ihr gucken, nicht die elektrischen. 200, 220, 240. Alter. Jetzt kommt so langsam hier Action mal. Zweihundert, 220, 240. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss mehr tippen auf der Bremse. Dann klappt's. Hier sind wir letztes Mal abgehoben, muss ich ein bisschen aufpassen. Alter. Das Ding ist so rabiat. Das Ding würde ich gerne mal im Monza fahren, was das Ding wirklich geht. Okay, Platz 1. Ist aber absolut schwer zu fahren.
Aber Reifen warm kriegen kein Stück. Alter. Bremse aufmachen, sonst komme ich nicht rum. Das ist echt krank. Ich sehe nichts. Wir bleiben mal stehen. So, jetzt. Gas. Alter Schwede. Also eine Runde fahre ich noch. Und dann sollten wir in die Qualle gehen. Bremspunkte und so weiß ich, aber... Ich habe noch nicht so dieses richtige Gefühl fürs Auto. Das ist noch ein Auto, wo es auf Kurvengeschwindigkeit nicht ankommt, sondern PS. Reine Leistung. Und Drehzahlen und Action. Heilige Maria. Aufpassen hier so ein bisschen. Das erinnert mich sehr an Monza, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Nur die Bodenwelle da, die ist knüppelhart. Ist aber vollkommen okay, also es geht. Sind 80, ja. Und man denkt, man fährt 5 oder 10. So langsam kommt dir das in dem Auto vor. Also 200 sehen gerade nicht aus wie 200. Aber wir gehen zurück zur Box. Das sind alles McLaren F1. Ich hätte gedacht, ich hätte nebenbei noch andere Fahrzeuge gesehen. Okay, lassen wir mal laufen. Okay, wir haben eine halbe Sekunde Vorsprung. Also das sieht schon ganz okay aus. Weiter zu Quali. Und fahren. Also ist schon der Hammer. Nur mal für die Leute, die es sich vielleicht nochmal angucken möchten. Sieht echt schon schick aus, ne? Schickes Auto. Da müsste auch so ein 90er, 80er sein, oder? Ich denke. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Auto, was kein ABS hat. Und die Boxenausfahrt ist knüppelschwer. Alter. Alter Schwede. So, Gas. Immer wieder Lichter machen hier.
Oh. Ich brauche eigentlich warme Reifen. Alter. Jetzt habe ich gleich schon in den zweiten geschaltet extra, um diesen scheiß Wheelie nicht zu haben. So, jetzt aber Konzentration. Alter, ich krieg den Grip nicht auf den Boden. Ich kann nicht vernünftig rausbeschleunigen. So, aufpassen, Bodenwelle. Da habe ich jetzt selbst wieder hochgeschaltet, sonst. Der erste Gang ist rabiat. Ja, die Runde ist im Arsch. Wurde mir auch aberkannt. So, jetzt ist er nämlich gleich im zweiten geblieben. Jetzt können wir hier auch vernünftig rausbeschleunigen. Dann klappt das auch. Aber wenn du einen ersten Gang, wenn der den einlegt, dann haben wir hier echt die Kacke am Brennen. Ruhig, 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 Brauner. So, komm. So, aufpassen, Bodenwelle. Jawohl. Bodenwelle. Oh. So, komm, Gas. Alter, ist das schwer. Jawohl, erster. Zu spät gebremst. Nur mal gucken, ob wie die Zeit reicht. Das könnte knapp werden, Leute. Eieieiei, das könnte echt richtig knapp werden. Nein, erster. Wow. Leckt mich am Arsch. Fahren. Und Gas. Wie viele Runden?
glaube, da stand irgendwas von einer Stunde, ne? Verbleibende Sitzungsdauer. 1 Stunde 29. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ich kann doch jetzt hier nicht ein Rennen 1 Stunde 29 fahren. Ach du Scheiße, Leute. Verbremst. Aber wie soll ich das jetzt machen? Naja. Mal gucken. Hallo. Ganz ruhig, Brauner. Oh Mann. Dann geht das auf jeden Fall in den Tag rein. Also die ganze Zeit wird sich ja hier ändern dann. Wir werden wahrscheinlich in die Box fahren müssen und alles. Ja, wir machen das Rennen natürlich voll mit, ne? Ich weiß nur noch nicht, wie ich schneide. Aber das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Auf die Einstellung achten müssen, aber wir fahren jetzt die 1 Stunde 30 Minuten fahre ich jetzt. Wir haben jetzt erst 3 Sekunden Vorsprung, also wenn ich so weiterfahre, fahren die gleich an mir vorbei. Rein in den zweiten geschaltet. Dass ich hier nicht durchdrehende Reifen, die konstant habe. So kann man ein bisschen mehr sehen. Das Licht blendet etwas. Das wird mega Rennen. Ich glaube, ich werde immer 30 Minuten Folgen machen, dann würde das ungefähr aufgehen. Hauptsache, ich werde nicht disqualifiziert. Wenn ich nämlich zu oft abkürze, wissen wir ja, dann gibt es Disqualifikation. Wieder verbremst. Also an der
Kurve muss ich auf jeden Fall noch arbeiten an der einen da. Das Ding hat so viel Power. Ja. Und da knallt er mir voll in die Karre. Du siehst mich auch nicht. Und mein Auto ist Schrott. Ich habe voll den Rechtsdrall. Dann müssen wir die Sitzung neu starten. Ich fasse es nicht. Wenn ich das jetzt mache, du bist dabei im Rennen aufzugeben. Du kannst Rest des Rennens zuschauen, ansehen. Bist du sicher? Nein, abbrechen. Ja, oder ich muss versuchen, in eine Box zu fahren und das dann noch zu ändern. Aber das Auto hat so einen extremen Rechtsdrall jetzt. Oh Mann, ey. Ich sehe nichts. Diese fucking Sonne. Ja, das Auto ist völlig im Arsch. Mann! Es geht mir auf den Piss, Leute, echt. Zusammenstoß, Runde ungültig. Ich würde sagen, wir starten die Sitzung erneut. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ja, noch einmal fahren von vorne. Also das wird übel. Eine Stunde, 30 Minuten. Das wird krank. Und gerade mit der Ranzwanne, ne? Und dann so eine scheiß Sonne, die wir hier haben. Aber gut, ich werde das jetzt durchziehen. Aber wenn mir jetzt nichts passiert, dann sollte das gut klappen. Vielleicht sollte ich versuchen, ein bisschen aggressiver zu fahren, dass man den Computer vielleicht versucht, etwas abzuhängen. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich das wirklich hinkriege, bevor ich das Auto dann wieder in eine Grütze gleich fahre. Ich habe vorhin natürlich auch voll auf der Dingens gestanden. Jetzt Gas. Jetzt kommt diese scheiß Kurve, da muss ich aufpassen. Jawohl. Boah. Nein, zu spät, zu spät, zu spät. Boah. Darfst du hier aber auch wirklich keinen Bremsfehler erlauben? Thank you.
Jawohl, Gas. So, Gas, 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 Gas. Na. Boah, diese Sonne. Wahnsinn. Es ist geil gemacht, aber mich stört es einfach. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das macht ein Rennspiel nicht angenehmer. Klar, das Problem ist, wenn wir disqualifiziert werden oder so, dann müssen wir das Rennen trotzdem fahren. Nochmal. Also ich darf mir auf jeden Fall keine Fehler erlauben. Wir sind jetzt in Runde 3 und wir haben schon 10 Liter durchgehauen, also... Zu spät gebremst, was mache ich denn? Zwar 6 Sekunden Vorsprung, aber was ist denn das? Eieieiei. Das wird hart. Nicht verbremst. Zweiter Gang ist drin, dass ich nicht hier gleich nur Burnies mache. Eigentlich muss ich gar nicht so rasen. Eigentlich kann ich ziemlich ruhig bleiben. Ich halte die 6 Sekunden konstant. Ist nur so leicht gesagt. Alter, ob ich das schaffe, euch anderthalb Stunden voll zu quasseln. Durchdrehende Räder nur gehabt. Wieder. Gerade einen schönen Drift durch die Kurve gezogen.
das war jetzt mal richtig gut raus aus der Kurve. Mama mia, ey. Und ich wette mit euch, das Überrunden wird auch noch kommen. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann. So Leute, das war die erste Folge von Projekt Cars, das anderthalb Stunden Rennen. Wir sind jetzt bei einer Stunde 20 Minuten. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Projekt Cars. Mein Name ist Gabur. Ich werde nächste Folge auch 30 Minuten machen, dann nochmal 30 und dann sind 20 und dann sind wir durch. Bis denne, euer Gabur. Tschüss.